Moin Moin, willkommen zurück zur weiteren Runde von Legion DD2 im Ranglistenmodus. Solo unterwegs heute. Welcome to Nova. Ich gehe als Burg rein. Ich brauche noch 20 Punkte für den nächsten Rang. Für Experte ist das, glaube ich. Das Tor nehme ich ungern. Das können wir gut gebrauchen. APS weiß ich jetzt nicht. Die sind jetzt mega stark mittlerweile. Die kann man ja doppelt aufwerten. Weiß ich nicht. Das Tor brauche ich nicht unbedingt. Ich glaube, wir nehmen die Schleime mit. Wir nehmen die Schleime mit. Zack. Oh. Wir müssen sie weiter nach hinten platzieren. So. Weil wenn ich die Seeschlangen noch platzieren will, dann brauche ich das. Ein Goldwerfer, eine Maske. Der andere hat auch einen Goldwerfer und der andere hat auch einen Goldwerfer. Ja gut. Okay, wir haben beide Burg, das heißt, wir gehen aufs Late Game. Jetzt können wir natürlich da ein bisschen was machen. Ah, da hätte ich die Kaulquappen rausnehmen können, wenn ich die Mana raus habe. Aber egal. Okay, wir haben auch keinen Buff. Großartig, eher Gold. Göttlicher Segen. Ungerne. Was habe ich verpasst? Noch mehr Masken. Könnte vielleicht mit einer Hexe punkten. Probieren wir aus. Hexe mit rein. Ob wir dadurch die Masken wegkriegen. Schnecke. Seepferdchen. Seepferdchen ist immer spannend wegen dem Healing. Ja, die Masken sind schon zu stark. Wir haben beide Overbuild. Wir haben ihn schon aufgewertet. Können wir ruhig noch einen Worker holen. Ja, ich setze mal noch eine hin. Die ist für nächste Runde gar nicht so schlecht. Wir machen erstmal Worker pushen, King aufwerten. Und dann gehen wir auf die 7. Oder auf die 8. Eins von beiden auf jeden Fall. Wir haben stark überbildet. Die 8 ist, glaube ich, ja, okay, der hat mehr Stich, aber 8 ist für ihn besser. Wir könnten auch jetzt was reinschicken, ne?
sowas Kleines erstmal. Auf entspannt. Huch. Wir sollten, glaube ich, auf die 8 gehen. Acht ist nicht verkehrt. Neun wäre auch noch okay. Weil die weniger Fernkampfschaden kriegen, ist die neun auch super. Ich glaube, wir gehen auf die 7 und auf die 9. Das klingt nicht schlecht. Da können wir zwischendurch immer mal so ein bisschen sammeln. So, was schickt man denn da rein auf der 7? Wir könnten ein bisschen Stich mitschicken. Aber so viel steht ja gar nicht da. Oh, nein, Lizzie. Runter vom Tisch. Ja, und sich vielleicht ein Unhold oder so. Oder Echsen. Split mal ein bisschen aufbauen. Auf jeden Fall wichtig. Die haben so krass Overbuild. Der eine hat auch noch über 100 oder so gehabt. Die wollen krass ins Late Game. Dax. Hätte ich eigentlich wissen müssen. Hier ist egal. Hier, Hauptsache, kacken die ab. Das ist wichtig. Ah, ich komme nicht durch. Da kackt auch nichts ab. Sollten wirklich Autosend anmachen. Ist die beste Variante. Wir können die jetzt erstmal nicht aufholen. Also ich zumindest nicht. Ja, vielleicht. Wir müssen hochscalen auf jeden Fall. Ich könnte jetzt trotzdem mit der Blut versuchen, da durchzukommen, aber glaube ich nicht. Wir müssen versuchen, die outscalen. Die outzuscalen. So, jetzt. Bauen das ein bisschen auf. King aufwerten. Die schicken auch die ganze Zeit. Wenn es nur Kleinkram ist, die haben nicht viele Worker, weil die viel gebaut haben. An Einheiten. Die wollen mit ihren Goldwerfern scalen.
Und investieren könnten wir es rausholen. Mit investieren können wir es auf jeden Fall rausholen. Abfuhren bringt uns nichts, der göttliche Segen bringt uns auch nichts. Wir könnten sie vielleicht groß machen, aber wenn sie abkackt, ist halt vorbei. Und die scalen zu stark. Da müssen wir aufpassen. Jetzt haben sie gar nichts geschickt. Wir könnten auf 11 gehen. Nix. Ich muss auf jeden Fall jetzt meinen magischen Schaden aufbauen mit den Mana-Rossern. Hoppala, zu spät, sorry. Wir müssen investieren, auch wenn wir jetzt vielleicht abkacken, müssen wir das machen. Schwer, also auf 13 wäre sogar nicht schlecht. Dann macht das zwar Schaden, aber wir kriegen die down, die machen keinen Schaden. Schwer zu sagen, wie man solche Leute am besten rauskriegt. Sieht nicht gut aus. Das sieht wirklich gar nicht gut aus. Wir können jetzt durch die Macht der Burg und durch das Investieren könnten wir nochmal zurückkommen. Wir müssen das ganz genau beobachten. Ich bin raus. Der kackt leider nicht ab. Scheiße. Wir haben nicht so viele Möglichkeiten. Das ist ja das Problem. Not enough with you. 15 könnte man gehen. Jetzt haben wir die King noch mal auf und dann gehen wir auf 15.
Mimik reingeschickt. Das sieht wirklich gar nicht gut aus. Jetzt haben sie auf einmal Worker. Ich glaube, das war's. Das könnte ganz knapp werden. Holy shit. Not enough gold. Bananenbaum. Bananenbaum. Wieder Mimik reingesteckt für die Kohle. Denn ihre Strategie ist wirklich nur Kohle. Mimik ist aber gut down gegangen durch meine Seeschlangen. Müssen Voreis mit reinschicken. Digga, gehalten, oder? Oh, ehrlich. Das kann doch nicht wahr sein. Ich nehme die nur als Healer. Die sollen nur healen. Mehr sollen die nicht. Bisschen Schaden machen, ja, aber Healing ist unheimlich wichtig. 60. Machen wir so. Er hat 340 geschickt. Wir mal. Ah, sieht gar nicht gut aus. Jetzt sind sie langsam negativen, aber okay, Gold wäre verdauen. Ach, das war wichtig. Oh shit, er hält noch. Gerade so nicht. Das war wichtig, Shutdown Gold. Jünger, Jünger, Jünger. Und den King nicht verbessert. Wir werden hier Seeschlangen pushen. Schlemronis. Trotzdem liege ich noch zurück. Jetzt zu gehen würde keinen Sinn machen. Wir müssen schon auf die 18 wäre fett so. Er hat gar. Okay, er hat den Feuerfürsten. Oh, 700. Das ist gar nicht gut. Das sieht nicht gut aus. Tot. Okay, also ich glaube nicht, dass er das halten kann, aber vielleicht reicht es, damit der King überlebt.
Komm schon, komm schon. Schade. Defeat. Ach, die haben zu viel Gold gehabt. Wir sind nochmal zurückgekommen. So ein bisschen, aber dann haben die einfach hochgeskillt. Das war's mit der weiteren Legion. Schaut euch gerne bei den anderen Videos mit vorbei. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.